Hallo und willkommen bei Langsam kocht besser. Heute möchte ich mit euch einen Fruchtcrumble kochen. Das ist ein sehr leckeres, warmes Obstdessert. Das kann man mittags essen, wenn es vielleicht eine Suppe gab, oder abends, wenn man noch Hunger auf was Süßes hat. Als Kuchenersatz geht es natürlich auch. Fruchtcrumble ist ein Dessert, was ursprünglich aus der US-amerikanischen Küche kommt. Das ist eigentlich nur eine Obstschicht und eine Streuselschicht obendrauf. Für das Obst habe ich jetzt hier Birnen, Pflaumen und ein paar restliche Blaubeeren. Ihr könnt aber auch am Anfang der Obstsaison zum Beispiel Erdbeer und Rhabarber benutzen oder später Äpfel mit Rosinen, mit Cranberries. Das ist sehr variabel, ganz wie ihr möchtet und das ganz nach dem, was ihr gerade da habt. Die Crumble-Schicht besteht aus Haferflocken, braunem Zucker und Mehl und ein bisschen Gewürz und ist auch eigentlich ganz schnell zusammengeknetet. Für die Obstschicht braucht ihr in etwa 1 Kilogramm Obst, etwas Zitronensaft, etwas weißen Zucker, etwas Apfelsaft oder Weißwein und etwas Speisestärke zum Andicken. Für die Crumble-Schicht, also für die Streusel, braucht ihr Mehl, etwas kernige Haferflocken, etwas braunen Zucker, weiche Butter, eine Prise Salz und etwas Zimt. Als erstes machen wir jetzt die Obstfüllung für den Crumble. Wir putzen und schneiden das Obst in mundgerechte Stücke. Damit die Birnen nicht braun werden, gebe ich zwischendurch etwas Zitronensaft oben drauf. Dann habe ich hier noch ein paar übrig gebliebene Pflaumen. Die kann man sehr gut mit den Birnen mischen. Durchrühren und dann die Blaubeeren noch dazugeben. Das sind schon die Früchte für den Fruchtcrumble. Jetzt kommt ein bisschen Weißwein dazu. Ihr könnt auch Apfelsaft nehmen für die Kinder. Oder falls Kinder mit essen. Relativ geringe Menge, weil das Obst noch sehr viel Flüssigkeit abgibt. Etwas Speisestärke. Sind so 1,5 Esslöffel, um die Fruchtmasse nachher ein bisschen anzudicken. Und dann Zucker nach Geschmack. Das hängt von eurem Obst ab. Birnen und Pflaumen sind relativ süß, also dürften 2 Esslöffel eigentlich reichen. Das Ganze gut durchrühren. So, nachdem wir die Fruchtschicht schon fertig haben, indem wir einfach ein bisschen Obst geschnibbelt haben, geht es weiter mit der Crumble-Schicht. Crumble ist Englisch und heißt einfach Streusel und die machen wir jetzt. Wir fangen an mit 100 Gramm Mehl. 125, ich habe mich gerade versprochen. Kernige Haferflocken, etwa 100 Gramm brauner Zucker. Brauner Zucker ist wichtig, weil er erstens die Streusel schön färbt und zweitens auch für einen etwas knusprigen Effekt sorgt. Nächstes brauchen wir dann 100 Gramm weiche Butter. Als letztes dann eine Prise Salz. Und ein bisschen gemahlener Zimt. Das Ganze verarbeite ich dann nur mit einer Gabel zu schönen Streuseln. Wer jetzt keinen Slow Cooker hat, nimmt einfach eine ganz normale Auflaufform und schichtet erst das Obst rein und krümelt anschließend die Streusel drauf. Im Slow Cooker geht es genauso. Deckel ab, Obstfüllung hinein. Wie ihr seht, habt ihr schon reichlich Flüssigkeit gebildet, wie sich die Speisestärke nachher angedickt wird. Anschließend rühre ich einfach mit den Händen die Streusel oben auf. Das letzte Stückchen Streusel ist immer für die Köchin. Das Ganze gart jetzt 3 Stunden auf Stufe High
oder 6 Stunden auf Stufe Low. Und wenn ihr sehr hartes Obst hattet oder Bienen, die beispielsweise noch nicht so reif war, braucht es unter Umständen noch 1 Stunde mehr. Der Crumble war jetzt 3 Stunden auf Stufe High im Slow Cooker. Das hat auch gereicht. Es hängt vom Topf ab. Das ist ein neuer, den ich hier besitze. Der geht ganz schön schnell. Beim anderen hätte es vielleicht 3,5 gebraucht. Es hängt auch immer davon ab, wie reif euer Obst war. Aber das ist auf jeden Fall sehr gut. Deswegen werden wir den Topf jetzt öffnen und den Crumble servieren.